Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in den Vereinigten Staaten. J.R. Ewing Private Reserve. Also, diese Flasche habe ich durch eine Auktion gewonnen. Ja, was soll ich hier sagen? Bourbon Whiskey steht da drauf, 40%. 40% steht da drauf, 750 Milliliter steht da drauf, ist auch nirgendwo ein UK am Steueretikett da drauf, also jemand hat es tatsächlich hier rüber geschleppt, kommt es mir so vor. Und wenn man hier reinschaut, ich schaue mal, ob ich das so zeigen kann. Also ihr seht da im Hintergrund ein Bild und das ist tatsächlich von der South Fork Ranch. J.R. Ewing, der Mann, den wir damals in den 80ern geliebt haben zu hassen, bei Dallas. Also, ich weiß noch, als ich Kind war und alle im Bus haben davon einfach geschwärmt und erzählt und gemacht und getan. Und jeden Tag hat man dann da einfach gesagt, Mensch, es kann nicht wahr sein und alles Mögliche. Also, Wahnsinn. 2014 kam ein Remake von Dallas auf den Markt. Und deshalb hat jetzt hier eine private Firma, nämlich South Fork Bottling, gesagt, aus Dallas, Texas, lass uns einfach mal ein bisschen Merchandise machen. Ja, also, Whiskey Base 66130. Gibt es ein bisschen länger, wie man merkt. 40 € kriegt man den ungefähr hier in Europa, habe ich schon mal gesehen. Ich versuche mal das Ding hier abzumachen. Endlich. Ah, weg damit, weg damit. Großes, großes, das klebt echt hier. Holz-Kunstkorken. Naja, so kann man das auch machen. Ich glaube, ich möchte das hier ganz weg haben. Yay. Ich schenke mal ein. Die Flasche an sich ist nicht schlecht. Also kantig, eckig, also alles gut. Warum nicht? Erinnert mich ein bisschen an McRaven, um ganz ehrlich zu sein, dort von der sauerländischen Edelbrennerei. Aber natürlich ist es ganz was anderes. So, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Deshalb habe ich zwei Whiskys, Bourbons hier, die ein bisschen das zu vergleichen. Ich gehe einfach mal ran. 81% Mais, 13% Roggen und 6% gemälzte Gerste wurde mir gesagt. Nun, ich habe eine einzige Distillerie in den ganzen Vereinigten Staaten gefunden, wo diese Mashbill benutzt wurde. Und das ist oben in Michigan. Ich bin gar nicht so sicher, ob die damals 2010 denn ja, destilliert haben. Und deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig. Nirgendwo steht Kentucky. Ja, es könnte auch MGP sein, aber die haben nicht diese Mashbill. Wenn man denn auf irgendeiner Seite war, ich denn da vom, ich denke, the Bourbon Wash und hat ein Sample gekriegt damals und hat angefragt und hat einen Kommentar hinterlassen. Die Jungs haben mich erreicht und haben gesagt, Mashbill ist folgendes. So, von daher. Also, falls jemand weiß, sonst wo 81% Mais, 13% Roggen und 6% gemälzte Gerste benutzt wird für eine Bourbon-Herstellung, also Maische, das würde mich stark, stark interessieren. Nase! Yep, ich glaube, ich bin hier richtig. Okay. So, ich wusste nicht, was ich nehmen sollte und ich nehme Pennybacker. Penny Packer ist mein im Angebot 9,99 €, sonst immer 13, 14 € kostet diese Flasche. Kentucky Straight Bourbon Sour Mash Whiskey Imported. Und das ist hier einfach ein 40% super tolle Sache. Also Heaven Hill steckt dahinter. Also das wird in Edelstahlbehältern hier rüber gefrachtet nach Hamburg. Bei Borco und dann würden die das verzollen, auch denn da die 25% kommen auf der Material, also auf diese Bourbon, was da drin ist, ein Tanks, der natürlich kaum einen Wert hat. Denn wenn man überlegt, hier 40%, dann muss eigentlich 6 € gehen Richtung Weinbrandsteuern und dann 19%, sagen wir mal 20, also nochmal 2 € geht denn dafür. Mehrwertsteuer. Also 8 € von den 10 € sind einfach an Steuern schon weg. Und da kann nicht viel bleiben. Also, ich habe einen Whisky hier, das ist 1 Liter. Der kostet normalerweise, ja, 2 €. Okay, gut, 25% Zoll obendrauf auf 2 € sind denn da, naja, gut. 50 Cent immer noch obendrauf, ja. So, naja, gut. Oh Mann, die sind so ähnlich.
Ah. Also, wenn es einen Fall gäbe, wo man für den Namen mitbezahlt, ist es eindeutig bei diesem Whisky. Ja, und einige Leute, und ich glaube, es ist jetzt hier, wird Fred, ich will sagen Mimerick, aber Fred Mimerick, Fred wird hier tatsächlich in den Vereinigten Staaten einen Livestream machen, wo er dann verschiedene Celebrity-Whiskys vergleicht. Das finde ich echt cool, denn er sagte von sich aus, also Fred, lass uns die Leute einfach ermutigen, tatsächlich, die viel Geld haben, nicht in Wodka oder Gin oder sonst was ihr ganzes Geld reinzustecken. Warum stecken sie ihr Geld nicht in Whisky? Ja, und produzieren gute Sache. Also der Bracken zum Beispiel hier vom Scorp von Scorpions? Scorpions war oben mit McMurdo. Wer auch immer Blacken gemacht hat, hier, das ist hier mit Dave Pickerell, der gestorben ist. Das war genial. Ja, wir haben jetzt hier unsere Heaven Doors Whisky von Bob Dylan. Auch einiges davon ist richtig cool. Also, wenn Leute, die sowieso tiefe Taschen haben, reinkommen und einen eigenen Whisky machen, warum nicht? Lass sie mal. Vielleicht entsteht etwas Gutes dabei. Vielleicht kommen einige Leute auch in der Whisky-Welt, die sonst nie gekommen wären. Auch das ist nicht unbedingt zu vergessen. Und ich glaube, Game of Thrones bei Diageo hat das die Tür aufgemacht für einige Leute, die reinkommen. Auch wenn Amazon kurz vor Weihnachten fast alles verramscht hatte. Also ich habe einen Hauch mehr Kiefernote hier als hier. Hier ist mehr ein Pecan, ein nussiger Moment. Und hier habe ich ein ganz leichte Baumharz, ein ganz leichte Kiefer, also ein Tannenkiefer. Moment. Nix, 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 wo ich begeistert davon bin. Deshalb, Slange. Oh, sorry, darf ich nicht sagen bei Bourbon. Tschüss. Besser als erwartet. Der soll 4 Jahre alt sein. Darauf hätte, auch könnte eigentlich Straight stehen. Also ein Straight Bourbon steht nicht drauf. Da steht wirklich nur Private Reserve Bourbon Whiskey. Und immer wieder kommen die Fragen auf: Jason, wie alt muss ein Bourbon Whiskey sein? Ein Tag, eine Stunde. Du musst nur ein Farbe, ein Whisky geben. Und das kann echt ganz schnell passieren bei Whiskys. Wenn ein neuer ausgekohlte Fass oder Behältnis, also Container ist das, also Fässer benutzt man meistens, damit einfach mal mit neu New Make abgefüllt werden. Die Farbe ist echt fast instant dann da. Gut, echt nett. Nur 3. Gut, Pennypacker. Wird Pennypacker den schlagen können? Das ist die Frage. Tick besser. Ein bisschen mehr Holz, ein bisschen mehr. Also der Estrogenz hier ist ein Stärkticker. Stärkticker, Tick stärker. Nee, der ist echt gefälliger, süßer, runder, ein bisschen mehr Tabak, ein bisschen Nuss, also ein bisschen auch Pecan da drin. Also, ich bin echt war so baff. Der ist doppelt so, könnte ich doppelt so viel Geld ausgeben wie das. Jetzt momentan gebe ich fast vierfach davon so viel aus wie das, aber das ist was anderes. Der Nase haut mich nicht um, also. Und tief da drin war ein Moment, wo ich sage, oh. Aber was Oberfläche ist, ist schon ein bisschen harziges Tannenzapfen-Moment. Ölig, mundfüllend, speichelanregend, süß.
Null negativ Holzbauwert. Alkohol ist 40%, hätte natürlich mehr sein müssen und sollen. Guter Whisky. Eine solide 3, vielleicht sogar ein 3 plus beim Bourbon. Ich bin einfach mal hier interessiert an etwas. Einen Moment. Ihr schaut zu, ich mache das hier weg und ich hole mal Old Faithful, also meine treue Seele, Elijah Craig. Unfaire Wettbewerbsvorteile, denn was wir hier haben, ist natürlich auch ein Whisky, der früher 12 Jahre alt war, ist nicht mehr. Und wir haben einen Whisky, der tatsächlich hier 47% hat, ja. Und da ist einfach für mich. Oh ja, also der Nase wird noch schlechter im Vergleich damit. Übrigens, hier steht Import Borko, also identisch wie unser Pennypacker. Auch ein Heaven Hill Produkt. Ganz schon viel Holz heute. Wow, das habe ich nicht erwartet heute. Also es hängt stark davon ab, was man vorher getrunken hat, mit wem man was vergleicht. Also heute, nicht blind, aber jetzt in diesem Moment, würde ich lieber meinen J.R. Ewing haben. Also von daher kann ich mich nicht schämen, dass ich diese Flasche gekauft habe. Wenn ich sogar den Elijah Craig bevorziehe in diesem Moment. Eine letzte Sache, es kam mir nur gerade im Kopf. Ich habe ein Bild gesehen neulich bei Facebook von meiner Bourbon-Gruppe in den Vereinigten Staaten und jemand hat gesagt, ich habe eine Lotterie gewonnen, yay! Und ich bin so dankbar. Und er lief raus mit einem Buffalo Trace. Also nicht Buffalo Trace Antique Collection, nicht George T. Stagg, nicht W.L. Weller, nicht irgendetwas. Er lief mit einem ganz normalen Buffalo Trace 45% raus und sagte, yay, ich habe endlich. Und ich habe auch einfach gedacht, holy cow, also unglaublich, also meine Güte, Buffalo Trace in den Staaten, in manchen Bundesländern ist echt knapp geworden. Und das normale Zeug, also der Bourbon Boom kriegen wir in Deutschland gar nicht so mit. Das ist Wahnsinn, was momentan da geschieht. Also, ja, wenn man schon Buffalo Trace rationieren muss, der normale Zeug, das ist. Nase gefällt mir echt nicht. Umso mehr im Mund. Also, ich bleibe bei meinen 3 Plus, Preis-Leistung 3 Minus. Also 40 Euro dafür, no. Aber es ist schon witzig, ist ein Gag. Ja? Also, guck mal, ich habe J.R. Ewing's Whisky hier. Der Produkt an sich ist nicht schlecht. Wie ich sagte, Nase ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das, was im Mund ist, ist einfach lecker. Meine Frage des Tages, und das habe ich schon ein bisschen eingeläutet: Wir haben jetzt hier unsere ist es Black Sabbath? Keine Ahnung, die Blacken gemacht haben. Das ist nicht meine Musik, sorry Leute. Wir haben jetzt hier Bob Dylan mit Heaven's Doors, wir haben Scorpions mit Mac Miller. Welche anderen Celebrity Whiskys kennt ihr? Also diese Stars und Sternchen, welche Celebrity Whiskys kennt ihr? Also ich bringe jetzt was Neues damit, J.R. Ewing, ja? Also schreibt einfach in die Kommentare, welche Whisky von irgendwelche reiche Leute aus der Fernsehen- und Rundfunkwelt denn dort oder Sportler oder wie auch immer jetzt hier einfach mal auf den Markt kommen oder gekommen sind. So, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen. Diese Flasche wurde schon verteilt, denn durch meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Ich vermute, etwas wird übrig bleiben und dann kommt es dann tatsächlich auf meine Sample-Liste. Die Flaschen auch. Aber ihr könnt gerne auch dabei sein. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, einfach whiskeyjason@gmail.com einfach mal schreiben, anschreiben und ich helfe euch dabei. Jeden Tag 17:30 Uhr meine Videos, jeden Sonntagabend um 21 Uhr ein Livestream.
mit irgendeinem Gast und ich freue mich, euch immer wieder dabei zu haben. Falls ihr irgendwelche Anregungen, Ideen, Kritik oder sonst was haben, könnt ihr auch gerne einen Kommentar schreiben. Ich lese, ich antworte und ich kommentiere selbst mit. Bis dahin, ciao!